So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Escape from Tarkov und wie ihr sehen könnt, beziehungsweise im Titel lesen könnt, geht es um ein Giveaway. Und zwar würde ich gerne die zwei Gamma-Container raushauen. Ihr habt es ja vor Weihnachten schon mal angekündigt, dass ich ein größeres Giveaway auf jeden Fall noch raushaue, bevor Ende des Jahres. Und nachdem jetzt der CD-Key einmal die Standard Edition so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, komm, dann hauen wir noch zwei Gamma-Container raus. Und ich denke, es gibt einige, die sich freuen würden, auch mal mit dem Gamma-Container zu spielen, ohne das so viel Geld auszugeben für das Spiel. Und ja, gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen hoch, schreibt doch in die Kommentare, ob ihr das feiert oder ob ihr sagt, okay, keine Ahnung, der Gamma-Container braucht kein Mensch. Generell, die Safe-Container sind Müll, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir es so machen. An Silvester werde ich einen Gamma-Container unter diesem Video verlosen. Das heißt, ihr schreibt in die Kommentare Hashtag Silvester und unter denjenigen, die auch das Video geliked haben und Abonnenten sind natürlich, wird der erste Gamma-Container verlost. Den zweiten wird es unter dem Sozialprojekt-Video, also das ein Video vorige Video, verlost werden. Da schreibt ihr einfach in die Kommentare Hashtag Sozial und schreibt rein, wie ihr spielt, ob ihr generell eher friendly spielt oder ob ihr erst schießt und dann fragt. Interessiert mich auf jeden Fall. Das Video hat einiges an Arbeit gekostet und hat mega Bock gemacht, aber kommt auch bisher recht gut an. Da würde ich mich auf jeden Fall über eure Meinungen fragen. Und ja, ich will es jetzt gar nicht ins Unendliche ziehen. Das heißt, der erste Container könnt ihr quasi unter dem Video jetzt Hashtag Silvester eingeben. Dann werde ich den da verlosen und den zweiten Gamma-Container unter dem Sozialprojekt-Video unter dem Hashtag Sozial und eben eure Meinung, wie ihr spielt oder was ihr Meinung seid, wie man es spielen sollte oder was ihr eben macht. Jo, dann wird es wahrscheinlich das letzte Video sein vor dem neuen Jahr. Vielleicht kommt noch was. Schaut auf jeden Fall wieder vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Mitmachen, für den vielen Support und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.